Die Ausgangsposition für unsere nächste Übung ist die Rückenlage. Achte darauf, dass du nicht zu viel Hohlkreuz hast. Allerdings, zu viel Hohlkreuz hat auch häufig damit zu tun, dass Zwerchfell verspannt ist. Deswegen nach und nach durch diese Übung und durch die anderen ergänzenden Übungen wird das Problem dich verlassen. Aber erstmal kannst du einfach dein Becken ein bisschen kippen. Und wir fangen an mit ein paar tiefen Atemzügen in den Bauch. Einatmen und ausatmen. Einatmen, ausatmen. Jetzt findest du die Kanten deiner Rippen in der Mitte und gehst mit deinen Fingern rein und ein bisschen zum Kopf. Also, als ob du unter die Rippen greifen möchtest, so findest du am besten dein Zwerchfell. Ganz vorsichtig, nicht zu schnell, nicht zu stark, kommst du unter die Rippen, atmest ein, Finger bleiben an ihren Plätzen und dadurch kann es leicht schmerzhaft sein. Achte auf deine Wohlfühlschmerzgrenze. Und wenn du ausatmest, kommst du mit den Fingern ein kleines bisschen tiefer ins Gewebe. Einatmen. Spür dein Zwerchfell, die Begegnung mit den Fingerkuppen. Ausatmen, tiefer. Noch ein paar Atemzüge zusammen. Jetzt bist du ganz tief und jetzt kannst du schon richtig tief einatmen. Maximal tief. Achte nach wie vor auf deine Wohlfühlschmerzgrenze, aber es darf schon intensiv sein. Gesicht ist entspannt und lächelt. Wunderbar, nimm die Hände raus, leg sie zur Seite, spüre ein bisschen nach. Und das Gleiche machen wir an den vorderen Seiten der Rippen. Ja, die Finger an die vorderen Seiten. Einatmen, Finger bleiben, du spürst den Widerstand. Ausatmen, kommen die Fingerkuppen ein bisschen tiefer unter die Rippen. Sogar wenn es ein Zehntel vom Millimeter ist. Trotzdem ist es ein wichtiger Fortschritt. Und die tieferen Atemzüge. Gesicht ist entspannt und lächelt. Hände raus. Ich mache nicht umsonst diesen Akzent auf den entspannten Gesicht, auf die entspannte Kaumuskulatur in erster Linie. Unser Kiefer und Zwerchfell gehören zur gleichen Kraftlinie im Körper, wie auch unser Beckenboden und Knie und die Füße. Und wenn wir hier entspannen, ist es für dein Zwerchfell auch viel einfacher. Jetzt zum Dessert haben wir das Verspannteste. Und übrigens, Lächeln hilft deinem Körper, Endorphine zu produzieren. Endorphine sind endogene Morphine, Schmerzbetäubungsmittel. Deswegen lächle jetzt so strahlend, wie du kannst. Und nimm deine Fingerkuppen in die Mitte zwischen den Rippen. Ja, hier. Und das gleiche Prozess. Einatmen. Und ausatmen ein bisschen tiefer. Einatmen, Fingerkuppen bleiben. Ausatmen tiefer. In der Mitte ist es unangenehm, aber sehr wichtig. Und
große Atemzüge, so groß wie du kannst. Lächeln. Wunderbar geschafft. Hände zur Seite, Beine darfst du strecken. Nachspüren. Tief ein- und ausatmen. Fühlt sich doch gut an, nach der ganzen Quälerei, oder?